Hallo allerseits. Willkommen zu einer Ausgabe meiner Indoor-Videos. Ich werde in einem anderen Video zeigen, wie man Messer schärft oder schleift. Sharpening oder Honing, sagt man in England oder Amerika oder in englischsprachigen Gebieten. Wenn ich zu Hause bin, werde ich natürlich meine Messer anders bearbeiten oder anders schärfen oder schleifen, als wenn ich draußen bin. Das hier zum Beispiel benutze ich, das ist ein 500er, den benutze ich, um meine Ranks oder Macheten grob zu schleifen. Feiner geht es natürlich anders. Fein benutze ich diesen Arkansas-Stein. Der liegt bei 1000 und 2000. Dann habe ich den Arkansas-Stein mit 2x2000, also durchgängig 2000. Diesen japanischen Wasserstein mit 1000 und 3000. Ich muss mir das sogar aufschreiben, weil man den Unterschied kaum noch spüren kann. Und je nachdem, wie oft oder wie intensiv ich meine Messer benutzt habe, man kann den 3000er, wenn man einen 6000er hat, ist natürlich noch besser. Da kann man die Klinge richtig polieren. So. Der erste Job, den man zu machen hat, ist, den Stein so lange zu wässern, bis er nicht mehr oder bis der nicht mehr atmet, das heißt keine Blasen mehr von sich gibt. Klingt schon ein bisschen pervers. So, also nehme ich den jetzt mal raus. Leg den hier auf seinen Stand oder sein Bett. Ich ihn schon ein bisschen öfters beansprucht habe, also die Klinge. Gehe ich immer hin und her und verändere dann ein klein wenig. Also es ist jetzt nicht, was ich gelernt habe durch Zusehen, sondern durch eigenes Herausfinden. Verändere also dann durch Hin- und Hergehen immer ein bisschen die Ecke des Messers, die ich gerade schleifen möchte. Und da ich das schon ein bisschen besser im Griff habe, mache ich das auch schneller. So. Das mache ich dann von der anderen Seite auch. Da werden wahrscheinlich einige Leute aufschreien. Das geht doch nicht. Das kann man doch nicht tun. Doch, das kann man. Wahrscheinlich Leute bei YouTube geben, die sich als Messergurus offenbaren und sagen, ich bin der einzig wahre Messerschleifer. Aber wenn man weiß, wie sich sein Messer anfühlt, wenn man es richtig behandelt und richtig schleift, dann weiß man auch, so wie ich, durch Erfahrung, gut ist, durch den Klang am Stein, dieses Metalls am Stein, durch die Färbung hiervon, denn das Dunkle ist die Färbung vom Metall, von den Rückständen des Metalls am Stein, und jeder hat so seine eigene Methode, es gibt Leute, die machen so, was persönlich ich auch schon mal mache und dadurch keine schlechten Ergebnisse erzeugt habe. Ich werde das hier, was von der groben Körnung, gröberen Körnung übrig geblieben ist, nicht entfernen.
Trocknen drauf lassen und zum Polieren weiterverwenden. Das Glitch hat übrigens nichts zu bedeuten. Das können wir gerne jemand schreiben in den Kommentaren, dass sich das alles nicht gehört, was ich da mache, und mich eines Besseren belehrt in ein anderes Video. Ich bin da gerne lernfähig. Das ist nur eine Methode des Schleifens, die ich über die Jahre so für mich rausgefunden habe, entwickelt habe und die so für mich am besten funktioniert. So, jetzt mache ich das, was jeder andere auch macht, nachdem ich das so runtergeschliffen habe. Bisschen polieren. Hier die Schneide polieren. Das ist noch nicht ideal, das Ergebnis. Das liegt aber daran, dass der Stahl, so sehen wir hier, so war das original. Also hier die Schneide war original mal so. Wir sehen, ist jetzt fast schon so scharf, dass sie fast poliert ist. Das ist halt Kohlenstoffstahl. Da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen mit. Wenn das sehr gut trocknet und säubert. Sonst gibt es vielleicht eine Patina, die man eventuellerweise nicht möchte. Und jetzt komme ich leider schon wieder rausgefunden. Ich habe was vergessen. Bin gleich wieder da. Augenblick. Es gab mal ein Video, das ich gemacht habe, wie man Fixen Wax selber herstellt. Also in diesem kleinen Cake, da ist jetzt 100% Bienenwachs drin. Also 100%iger Bienenwachs im Anteil von 70, im Anteil von 20, von 100, also 70% Bienenwachs, 20% Schmalz. Selbst ausgelassenen Schweineschmalz. Und der ist nicht salzig übrigens. Und 10% Vitamin E. Und das mache ich dann nur rein, um das eventuell auch mal als Lippenbalsam benutzen zu können. So. Man sieht, das hat schon ein recht schönes Ergebnis. Ist noch nicht perfekt. So. Jetzt nehme ich diesen Fixing Wax. Auf, verreibt den ein bisschen auch auf die Schneide. Nehme durch meine Körperwärme, werde ich den Wachs ein bisschen erwärmen. Dadurch kann der noch in die restlichen offenen Poren des Metalls eindringen.
werden in Form korrodieren oder oxidieren beschützen. Den Rest nehme ich ein bisschen ab. Das ist eigentlich so das fertige Ergebnis, wenn ich aus dem Wald wiederkomme und habe das Messer benutzt. Und kann auch sein, dass ich das nach dem Schleifen oder Schärfen durch das Papier nicht durchbeißen kann, weil ich einfach nicht weiß, in welche Richtung das Holz im Papier drin liegt. Aber ich bin da guter Dinge. Und wir machen uns nichts vor. Das ist eine richtig dicke Klinge. Also wer das PLSK1 kennt, vielleicht sollte ich mal meinen Mora holen. Augenblick. Das Bora Classic mit der Essig-Patina. Ja, da gibt es einen leichten Unterschied, ich glaube von 4- bis 5-fach so dick. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertungen und Kommentare werden gerne gesehen. Sehen Sie im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.